Hallo, hallo, hallo. Ich habe mal gerade den Impuls, hier mal noch rasch zum Tagesende live zu kommen, um ja mal mit dir über deine Seelensprache zu sprechen. Ich komme gerade von draußen, also heute ist es tatsächlich um die Uhrzeit. Wir haben jetzt schon 7:30 hier, 7:20 sogar schon. Enorm warm, auch noch heute Abend. Wir haben so 23 Grad. Tatsächlich eben mal auf den Thermometer geguckt, auf das Thermometer geguckt. Und ich habe zum ersten Mal bei diesen Temperaturen tatsächlich heute mal eine kleine Weihnachtsdeko draußen angebracht. Ich konnte heute im Geschäft nicht widerstehen und habe so eine ganz lange Lichterkette, die so blinkt, gekauft. Und dachte eigentlich, die geht. Wir haben hier so eine Wohnung, wo um die ganze Wohnung rum Balkon einfach geht. Du kannst also von außen rum über die Terrasse in jedes einzelne Zimmer auch reinkommen. Aber als ich sie dann ausgepackt habe, war sie doch ein bisschen kürzer. So ein bisschen Weihnachtsstimmung bei 23 Grad. Das darf jetzt einfach in diesem Jahr mal sein. Ansonsten bringe ich doch Weihnachten irgendwie noch mit kühleren Temperaturen zusammen und freue mich, wenn wir im Dezember wieder ein paar Tage in Deutschland sind und auf die Weihnachtsmärkte da mal zu gehen. Genau, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich hier live bin, um mit dir zu sprechen. Vielleicht kennst du so das Gefühl oder die Frage in dir, dass du gerne mal die Sprache deiner Seele verstehen würdest. Vielleicht bist du auch schon länger in diesem Bereich unterwegs, so seelentechnisch, beschäftigst dich schon mit deiner Seele, nimmst schon Kontakt mit ihr auf, hast auch schon gefühlt vieles gemacht, bist auch schon gefühlt viel vorangekommen in der Richtung, also schon ein anderes Bewusstsein. Und dennoch schickt sie dir immer wieder zum Beispiel Krankheitssymptome, Disharmonien auf unterschiedliche Art und Weise. Und du hast das Gefühl, dass noch viel, viel mehr Potenzial in dir verborgen ist, als du es bis eben lebst. Auch wenn sich schon viel bei dir verändert hat, weil du einfach auch schon viel gemacht hast, weil du aber auch schon, ja, sehr auf deinem Weg bist und gerade deshalb verstehst du dann manchmal nicht, warum deine Seele dir so Disharmonien schickt auf der körperlichen Ebene, weil du eigentlich glaubst, du bist auf deinem Weg. Und gleichzeitig ist auch wieder das Gefühl da, bin ich wirklich auf meinem Weg oder was ist wirklich mein Weg? Wo könnte mein Weg wirklich hinführen? Wie kann ich mein volles Potenzial leben? Also solche Dinge. So oder so ähnlich, nur mal um ein Beispiel zu nennen, kennst du vermutlich. Das Ding ist, unsere Seele kommuniziert über so eine ganz leise Sprache in Form von Gefühlen mit uns. Und ich bringe da mal ein weiteres Beispiel noch, wenn es um eine Begleitung geht. Ich war ja heute Morgen schon mal live, was mir heute Morgen ganz früh beim Personal Training in unserem Fitnessstudio hier im Haus bewusst geworden ist, wie hilfreich es ist, einfach in allen Bereichen eine Begleitung zu haben. Also in den Bereichen, die einem wichtig sind. Mir ist es wichtig, dass ich einen fitten Körper einfach habe, weil ich das auch dem Körper einfach, ja, schuldig bin, ist der falsche Ausdruck, aber weil ich einfach für meinen Körper was machen möchte und fit und gesund sein möchte. Ja, achte ich auf die Ernährung, achte ich auf Fitness, auf Sport und also die Bereiche, wo es mir wichtig ist, eine Veränderung zu haben, habe ich immer Menschen an meiner Seite, die mich da begleiten. Coaches, Mentoren, Personal Trainer. Und deshalb schau dir gegebenenfalls auch das Video von heute Morgen an, falls du es noch nicht gesehen hast. Die Seele kommuniziert über die leise Sprache von Gefühlen mit uns, ist das eine. Wir sind nur
Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken, weil man uns das nicht beigebracht hat. Wenn deine Seele dir eine Botschaft schickt, ist es das Wichtigste, was du tun kannst, auf dieses Gefühl zu lauschen, die Botschaft, zu erkennen und deinem Herzen und deiner Seele auch zu folgen. Dazu sind wir bis eben in unserer Kultur hier noch sehr, sehr verstandesmäßig orientiert. Und es geht auch nicht darum, den Verstand auszuschalten, aber wie der Volksmund es so schön sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Weil, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir dann Ideen haben, wenn es zum Beispiel darum geht, ich mach mal ein konkretes Beispiel, damit du es greifen kannst, was ich damit meine. Diese Beispiele, die ich eingangs gebracht habe, wo du das Gefühl hast, da muss noch mehr Potenzial da sein, da muss es noch mehr in meinem Leben geben. Ich bin doch eigentlich schon so sehr auf meinem Seelenweg unterwegs und trotzdem schickt die Seele mir immer wieder Botschaften in Form von Krankheitssymptomen. So, wenn das so Status quo ist und du bekommst dann vom Universum so nach dem Motto, wenn der Schüler bereit ist, dann kommen auch die Lehrer zu einem, dann schickt das Universum auch eine Möglichkeiten, winkt mit dem Zaunpfahl. Und dann bekommst du zum Beispiel die Idee, den Impuls, wäre ja ganz geschickt, mich da begleiten zu lassen, wirklich mal diese Themen zu lösen, mich wirklich auf meinen Herzensweg zu begeben, wirklich meinen Seelenplan zu entdecken und ja, da zum Beispiel zu mir in die Akademie zu kommen. Das ist so der allererste Impuls. Das ist so die klare Sprache von deiner Seele aus deinem Herzen. Der allererste Impuls, der kommt immer aus dem Herzen, aus der Seele. Alles, was Millisekunden später kommt, oder wenn wir da mal eine Nacht drüber schlafen, ich kenne das nur zu gut von mir, am nächsten Tag hat der Denker, der Verstand uns so sehr inne. Wie oft habe ich mir dann in meinem früheren Leben auch die Geschichten erzählt, ach, eigentlich geht es da ja gar nicht so schlecht. Eigentlich ist ja auch alles gut. Eigentlich gibt es ja da draußen viel mehr Menschen noch, denen es schlechter geht als dir. Und eigentlich gib dich doch mal zufrieden mit dem. Ja? Das sind dann alles Dinge, wo der Kopf, die Ratio, der Denker einsetzt und schwupps sind wir schon wieder im Schneckenhaus. Das meine ich damit. Und dann sagen wir im Nachhinein, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Wir haben uns vom Denker aber leiten lassen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich dir heute mal hier noch mitgeben möchte. Du darfst wirklich mal die Schranke aufmachen und auf dein Herz lauschen. Wenn der erste Impuls da ist, jetzt will ich meinen Seelenplan entdecken, jetzt will ich dem Ruf meiner Seele folgen und will wirklich mal Veränderungen in meinem Leben haben, beruflich, privat, gesundheitlich, das greift ja alles ineinander. Du wirst ja in einem ganz anderen Leben ankommen, in dem freien, selbstbestimmten Leben, von dem du schon insgeheim so lange träumst, für dich, für deine Liebsten, für die Menschen, die du gerne im Boot hättest, wenn du dich auf deinen eigenen Weg begibst und aufhörst, nach den Fähnchen von anderen natürlich zu tanzen. Ja? Da geht es auch nicht darum, direkt ins kalte Wasser zu springen, sondern das kann man wunderbar sich nebenbei ja auch alles kreieren, erwirken, sich auf den Weg machen, habe ich ja auch gemacht. Weil ich auch sehr sicherheitsdenkender Mensch bin, also öffentlicher Dienst, die Stelle habe ich mir ja mal gesucht, weil ich einfach auch Sicherheit will, haben möchte, auch immer noch, mir auch um Geld keine Gedanken mehr machen möchte, das Geld halt einfach immer da ist, das gehört da ja auch dazu, dass du dir da einfach erlaubst, auf deine ersten Impulse zu lauschen. Die kommen immer aus deinem Herzen, aus deiner Seele. Und alles, was kurze Zeit später dann wieder dazukommt, das sind alles Dinge, wo die Ratio, der Verstand, das Stammhirn quasi dazwischen quatscht. Vor allem, je länger wir dann über etwas nachdenken, nicht nur, dass es uns ganz viel Kraft und Energie kostet, umso unsicherer werden wir und dann geben wir uns wieder der Ratio hin und merken dann immer mal wieder, ja, habe ich ja wieder eine Schleife gedreht, war mal ein Lichtblick da, bin aber trotzdem keinen Schritt weitergekommen. Und das ist ganz, ganz wichtiger Aspekt, was ich mir angeeignet habe, wirklich auf den ersten Impuls zu lauschen, wenn ich mich irgendwo hingezogen fühle und auf den allerersten Impuls lauschen,
Buche ich das Coaching jetzt? Ja, nein. Erster Impuls, ja, mache ich es, unabhängig davon, was der energetische Ausgleich dafür ist. Weil je klarer du da bist und je klarer du dich rasch entscheidest und sagst ja und auch dann dazu stehst, das ist die Bestellung, die du dann nach den Naturgesetzen beim Universum auch abgegeben hast und dann wird auch die nötige Geldenergie in dein Leben kommen. Solange wir aber sagen, erst wenn, dann, egal in welchem Bereich, erst wenn ich gesünder bin, dann hole ich mir einen Mentor an meiner Seite. Erst wenn ich das Geld habe, dann lasse ich mich begleiten. Das wird nie funktionieren. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, weil wir sind alle diesen Naturgesetzen einfach unterlegen. Oder es ist ja alles ein großes Ganzes. Wir können diese Naturgesetze nirgendwo ausschalten. Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, ich esse erst die Tomate und dann ernte ich sie. Oder ich esse erst die Erdbeere und dann ernte ich sie. Das kann nicht funktionieren. Es funktioniert alles erst nach Saat und Ernte. Das heißt, du darfst auf die ersten Impulse lauschen von deinem Herzen, von deiner Seele, die ja viel, viel älter sind als das Ego, der Verstand. Der hat sich ja erst entwickelt, als wir hier aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind. Und das Herz und deine Seele, du bist eine ganz alte Seele. Du hast auch schon viele frühere Leben gehabt, wahrscheinlich. Sonst hätte ich dich nicht in mein Universum hier einladen können. Du hast doch ganz vieles Wissen in dir. Du hast doch ganz viele Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, die auf die Straße gebracht werden wollen. Deshalb hast du ja das Gefühl, irgendwie muss noch mehr in meinem Leben für mich möglich sein. Bringst ganz viel Potenzial mit. Und auch dein Herz, das hat ja schon geschlagen, als die ersten Zellen sich geteilt haben. Also das ist alles, da gibt es ja auch messbare Ergebnisse, dass die Herzintelligenz viel, viel größer ist als alles andere. Ich bin so kein Zahlenmensch, deshalb kann ich da nicht ins Detail gehen. Bin ja in der Richtung ein bisschen pragmatisch da unterwegs. Merkt man so die Quintessenz. Klingt logisch, klingt plausibel, okay. Was ich damit sagen will, dein Herz, deine Seele können dich niemals belügen. Deshalb, wie viel mehr kannst du dir jetzt erlauben, auf den ersten Impuls zu lauschen und dich dafür zu entscheiden, dem Universum ganz klar zu signalisieren, ich will jetzt meinen Seelenplan entdecken, ich will jetzt die Themen in meinem Leben verändern, die schon so lange nach einer Veränderung rufen, auf der körperlichen, auf der mentalen Ebene, beruflich gesehen, finanziell, was auch immer für dich dazugehört. Und bei dieser Entscheidung dann auch zu bleiben und nicht wieder dich vom Verstand, vom Denker einholen zu lassen. Weil brauchen wir uns nichts vormachen, da wird sich einfach nichts ändern. Da wird sich einfach nichts ändern im Leben. Wer war das? Albert Einstein hat das, glaube ich, schon gesagt. Wenn wir mit der gleichen Denk- und Handlungsweise erwarten, dass wir andere Resultate erzielen, kann niemals funktionieren. Ja? Also, du weißt, wie du mich erreichst. Melde dich an, komm in die Akademie, lass uns gemeinsam deinen Seelenplan entdecken, deinen Seelenberuf daraus kreieren, Seelenfreude, Geld empfangen und dann geht es weiter in eine ganz andere Richtung. Lausche auf dein Herz, entscheide dich dafür, für dein Herz, für deine Seele. Und ja, klick auf den Link in der Bio, im Future-Bereich, im Steckbrief. Irgendwo hier in der Nähe findest du den Link. irmgard-pronda.de/Begleitung. Und alles Weitere machen wir dann gemeinsam. Trau dich, hab Mut, mach die Schranke auf. Es sind so viele Dinge für dich möglich in deinem Leben, aber wir haben halt einen freien Willen und du darfst dich entscheiden. Für dich, für dein Herz und für deine Seele. Alles andere machen wir gemeinsam. Okay? Also, klick drauf, melde dich an und wir sprechen dann im internen Bereich über alles Weitere. In diesem Sinne, ciao, ciao.